Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu unserer Live-Übertragung auf unserem Lichtforum hier der Zumtobel-Gruppe in Dornbirn. Wir freuen uns sehr auf Ihr Interesse und die zahlreiche Anmeldung zum heutigen Keynote mit dem sehr interessanten und inspirierenden Thema Design für die Kreislaufwirtschaft. Dazu darf ich ganz herzlich unseren Vortragenden und langjährigen Freund des Hauses begrüßen, Herrn Harald Gründl, Designer von EOS. Mit Harald kooperieren wir schon seit mehreren Jahren und wir kommen immer dank ihm auch zu neuen Produkten und zu neuen Ideen. Die letzte Errungenschaft war unser Supersystem Integral. Das große Thema der Produktinnovation ist und wird immer stärker die Nachhaltigkeit. Und dabei ist das Produktdesign, das eine Kreislaufwirtschaft in Einklang mit der Natur berücksichtigt, ein wesentlicher Bestandteil. Harald Gründl, und ich darf das schon wegnehmen, wird uns heute in inspirierender Weise dieses Thema nahebringen, wie veranschaulichen, wie Unternehmen ihr Produktverhalten dahingehend verändern werden und verändern müssen. Und ich darf auch in dem Zusammenhang erwähnen, dass Harald der Co-Entwickler des Circular Design Guides ist. Diese Entwicklung, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, wird die zukünftigen Aktivitäten der Zumtobel-Gruppe stark beeinflussen und speziell die Umsetzung von Circular Design in Zusammenarbeit mit ihm, mit EOS, wollen wir an der Entwicklung des Strahlers Vivo 2 zeigen. Und in die Zukunft blickend darf ich sagen, das wird elementarer Bestandteil werden für unsere zukünftige Designs. Und deswegen freue ich mich und darf übergeben an unseren Sprecher Harald. Lieber Harald, danke nochmal für dein Kommen und wir freuen uns schon sehr danke. Auf deine Ausführungen. Danke Dankeschön. Für die Einladung. Ich stelle ganz kurz zum Beginn meiner Kochshow dem Peter noch vor. Peter Kovac leitet unter anderem als Produktmanager die Entwicklung auch dieser Strahler-Serie, die wir heute kurz anschauen im Kontext der Kreislaufwirtschaft. Und er wird so manchmal im Bild auftauchen und zum Schluss dann nochmal zeigen im Retail Kubus die Anwendungen von unserem Strahler. Vielen Dank, Harald. Danke. Ja, willkommen zu einer Kochshow zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, dass Kreislaufwirtschaft im Rahmen einer Kochshow gut erklärbar ist, weil es sich da quasi um natürliche Prozesse handelt, die wir eigentlich sehr, sehr schnell in unsere Wirken und Tun in der Industrie integrieren müssen. Und am Anfang, und da glaube ich, das ist ganz wichtig zu verstehen, gibt es zwei grundsätzliche Kreisläufe, die wir uns anschauen. Und der erste Kreislauf, den kennen wir gut. Die Natur. Die Natur macht es uns eigentlich vor, wie wir das am besten machen würden, weil Natur produziert überhaupt keinen Abfall. Das heißt, Blätter fallen vom Baum, werden wieder zur Erde. Es wäre schön, wenn wir unsere industriellen Prozesse wirklich auch nach diesem Vorbild machen könnten. Und darum gehe ich mal kurz zum zweiten Kreislauf, den wir eigentlich meistens für unsere Produkte auch verwenden. Das ist ein technischer Kreislauf hier anhand eines berühmten Kinderspielzeugs gezeigt. Und wir müssten unsere Produkte eigentlich so machen, dass wir sie aus unterschiedlichen technischen Komponenten zusammenstellen und am Ende des Lebenszyklus einfach wieder auseinandernehmen können. Was wir heute oft sehen,
ist, wenn man ein Produkt zerlegt, ist es einfach kaputt nachher. Und das Schöne an diesen Kinderbausteinen ist, die sind nicht kaputt, die kann man über Generationen verwenden. Und ich glaube, insofern sind sie auch ein wunderschönes Beispiel, wie Kreislaufwirtschaft in Zukunft gelingen kann. Was zum Kochen ganz wichtig ist, sind Kochbücher. Und eines, glaube ich, der ganz wichtigen Kochbücher, die wir zum Thema Kreislaufwirtschaft kennen, ist das berühmte Buch von William McDonough und Michael Braungart, Cradle to Cradle. Wurde 2002 erstmals aufgelegt und ist aber heute noch wirklich ein ganz wichtiges Werk zu dem Thema, wie wir unsere Wirtschaft neu denken können. Kreislaufwirtschaft ist etwas, das nicht quasi ein bisschen bessere Produkte macht. Kreislaufwirtschaft ist ein Paradigmenwechsel. Und was Kreislaufwirtschaft auch ist und auch ökologisches Tun, es ist nicht immer logisch. Wir werden dieses Buch jetzt einmal in Wasser einlegen. Das Buch war sozusagen schon die erste wichtige Botschaft von Michael Braungart und William McDonough. Wir müssen einfach unsere Ressourcen anders designen. Und dieses Buch ist in einer Art und Weise gestaltet von den Rohstoffen her, dass es eben nicht aus einem Baum ist, das heißt aus natürlichen Fasern, sondern das ist ein technischer Kunststoff, der es möglich macht, dass man diese Bücher, die sonst eigentlich immer, die sozusagen kaskadiert werden und zum Schluss bleibt dann halt doch auch irgendwie ein bisschen Müll über. Aber dieses Buch könnte wirklich zu 100% wieder ein Cradle-to-Cradle-Buch werden. Und ich glaube, das ist nicht nur eine sehr schöne Metapher, sondern das zeigt einfach auch, Kreislaufwirtschaft ist nicht immer logisch. Kreislaufwirtschaft kann auch kontraintuitiv sein und unser Bauchgefühl ist oft nicht wirklich der beste Ratgeber, wenn es darum geht, wirklich eine Gestaltung zu machen, die wirklich radikal neu ist und auch neue Wege aufzeigt zum Thema Umweltschutz. Ich habe jetzt als ganz berühmtes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft einen Gegenstand mitgenommen, den wir alle kennen. Eine PET-Flasche, so wie wir sie aus dem Supermarkt kennen. Und eigentlich würden wir glauben, das ist eigentlich ein gutes Ding. Kann man zu 100% rezyklieren. Ich messe das mal ab. Ist in dem Fall 31 Gramm PET. Und was wir in der Kreislaufwirtschaft uns anschauen müssen, ist nicht nur wunderbare Materialien, die gut funktionieren, sondern was wir uns in der Kreislaufwirtschaft anschauen müssen, sind Prozesse dahinter. Wie schauen diese Recyclingprozesse aus? Und bei einer PET-Flasche ist es eigentlich so, dass man aus 1,4 Tonnen eingesammelter PET-Flaschen eigentlich nur eine Tonne neuer PET-Flaschen rausbekommt. Und die Sammelquote, und da gab es ja in Österreich besonders viel Diskussion zur Einführung eines Kunststoffpfands, ist im Moment bescheidene 70%. Das heißt, wenn man eine Flasche nimmt, in den Recyclingprozess einbringt, nach dem ersten Mal recyceln, bleibt nur mehr die Hälfte über. Nach dem zweiten Mal recyceln, bleibt so viel über. Drittes Mal. Viertes Mal, fünftes Mal,
So viel bleibt jetzt noch über von der Flasche. Wenn wir das auf die Waage legen, ist es unter einem Gramm. Das heißt, nach 5 Recycling-Vorgängen ist aus einer 30-Gramm-Flasche bleibt weniger als 1 Gramm über. Und da sieht man eigentlich, dass unsere zirkulären Systeme wirklich vollkommen unbrauchbar sind. Und ich denke, das ist auch eine gute Metapher und ein Augenöffner dafür, dass wir uns auf dieses Greenwashing einfach nicht verlassen sollten. Selbst bei Flaschen, die zu 100% aus Repet sind, das heißt aus 100% wieder gewonnenen PET, und man eine Recyclingquote von 90% hat, heißt das, dass eigentlich nach 7 Vorgängen man nur mehr die halbe Flasche hat. Also auch das ist etwas langsamer, aber auch nicht das, was wir uns eigentlich wünschen in einer Kreislaufwirtschaft. Wir kommen langsam zum Vivo. Und ich nehme noch einmal den natürlichen Kreislauf zur Hilfe hier. Und das ist die Verpackung, die für den Vivo-Strahler gemacht wurde. Und wir haben es geschafft, durch wirklich die Ambition einer sehr engagierten Mitarbeiterin von Zumtobel, die Zweistoffverpackung, die eine Kombination aus Karton und Kunststoff war, durch eine Einstoffverpackung zu erzeugen. Nämlich durch diesen wunderbar komplexen Teil, der ganz sicher verschiedene Strahlertypologien in der Box drinnen halten kann. Und am Ende des Tages kann das Ding wieder Erde werden. Wenn wir uns jetzt die Teile anschauen von Vivo, die dem technischen Kreislauf zuzuordnen sind, dann sind das 3 Fraktionen hier. In der Mitte haben wir die Aluminiumfraktion. Das ist sozusagen das Strahlergehäuse. Das ist auch der Strahlerarm. Dann gibt es eine Fraktion, die ist aus einem Kunststoff, in dem Fall Polycarbonat. Das sind eben Teile wie die Rückkappe, der Reflektor, Strahlerring, Adapter. Und eine Fraktion, die in Zukunft, glaube ich, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft noch wirklich heftig diskutiert werden wird. Das ist nämlich die gesamte Elektronik. Dafür wird es einfach neue Systeme geben müssen. Und in den Zertifizierungen zur Kreislaufwirtschaft werden diese Elemente auch sozusagen ein bisschen als Blackbox leider noch behandelt. Aber da braucht es auch wirklich viel Ambition von den Herstellern, diese sehr komplexen elektronischen Bauteile auch wieder einer sehr guten Wiederverwendung zuzuführen. Wir schauen uns jetzt mal an, wenn wir uns darauf verlassen würden, und ich glaube, wir sind schon relativ kritisch jetzt geworden bei dem Thema Recycling zur Plastikflasche. Und wir schauen uns jetzt mal einen Film an, was passieren würde, wenn das Ding in eine Recyclinganlage kommt. Und Sie sehen diesen großen Schrottplatz und man sieht, das ist doch eine relativ grobe Arbeit, die dort passiert. Mit der Hand werden so große Stücke ausgesondert und dann geht das Ganze in eine riesengroße Anlage hinein, wird zerschreddert. Man kommt das auf ein Band und dann gibt es sehr schöne poetische Bilder hier, wie Kunststoff und Aluminium in dem Fall getrennt wird. Durch Hightech und am Ende ist hier zum Beispiel die Fraktion vom Aluminium gezeigt. Und man sieht hier aus dem Strahlergehäuse, wo sehr viel Energie hineingegangen ist und Nachbearbeitung und Lackierung, wird dann so ein amorpher Haufen an Aluminium. Wenn man das einschmilzt, sind wieder ungefähr 25% oder 20% Schlackenentwicklung. Und eigentlich, das ist der Teil von dem Strahler, der am teuersten und am wertvollsten ist. Und es wird natürlich schon auch irgendwie ein Material rezykliert, in das wieder Energie gesteckt werden muss, in das
Bearbeitung gesteckt werden muss, um wieder diesen Strahler zu bekommen. Und eigentlich wünschenswert wäre, dass man sich diesen Schritt einfach erspart. Wir kommen jetzt zur Kunststofffraktion. Beim Kochen braucht man natürlich auch einen Herd. Und ich habe hier mitgebracht, was in den Fertigungswerkstätten verwendet wird. Das ist ein Granulat aus Polycarbonat. Und ich werde jetzt mal versuchen zu zeigen, weil das Schöne eigentlich an diesem Material ist, das ist wirklich ein Hightech-Material. Und würde es gelingen, dieses Material sortenrein wieder zu... dieses Material sortenrein zu sammeln, dann könnte man, wir probieren das jetzt, könnte man aus diesem Granulat wieder was kochen. Das Thema Kunststoff ist ja ein sehr heiß diskutiertes, auch im Moment Kunststoff im falschen Kreislauf, nämlich im natürlichen Kreislauf, Mikroplastik. Aber auch für das Herstellen von Produkten hat natürlich Plastik einige Themen, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Recyclinganteil von diesem Kunststoff, den ich hier gerade versuche zu kochen. Oder wie gut lässt er sich rezyklieren, wie viel neues Material muss man beimischen. Aber auch ein anderes Thema, das nicht zu vernachlässigen ist, ist nämlich das Gesundheitsthema. Das heißt, Kunststoff, zum Beispiel die PET-Flasche, kann bis zu 200 unterschiedliche Chemikalien haben. Also man glaubt, eine PET-Flasche ist aus einem Material oder vielleicht aus zwei. Aber insgesamt sind doch fast an die 200 unterschiedliche Chemikalien. Nicht alle möchte man gerne in einem Getränk drinnen haben. Und so ist zum Beispiel auch ein Katalysator in der PET-Flasche, nämlich das Antimon, einfach ein Stoff, der früher oder später aus der Produktion vom PET eigentlich entfernt werden sollte. So, unser Polycarbonat wird schon langsam weich. Und ich hoffe, wir können bald einen neuen Strahlerteil draus machen. Okay, zurückdrehen. So. Zack. Das drehen wir ab. Das kommt in die Spritzgussform. Und wir lassen das mal abkühlen. Das kriegt der Peter. Zack. Als nächstes, das Brett brauchen wir noch. Als nächstes gibt es einen Wertstoff in den Strahlern drinnen, den alle gut kennen, und da weiß eigentlich auch jeder, dass dieser Wertstoff auch besonders wertvoll ist. Und zwar in den ganzen Kabeln ist natürlich Kupfer drinnen. Ich werde jetzt mal probieren, mit Küchenmethoden dieses Kupfer aus dem Kabel rauszukriegen. Das ist so ein bisschen so wie bei einer Vanilleschote. Kabel kommt weg. Was ja ganz interessant ist, Kupferabfälle, das heißt Kabelabfälle, fallen natürlich auch in der Produktion an. Und zum Beispiel in der Produktion von Zumtobel hier in Dornbirn gibt es eine Maschine, die das Kupfer aus den Kabeln rausholt. Und das ist nicht nur um Umweltschutz zu treiben, sondern es ist einfach um Geld zu verdienen. Und die Maschine hat sich schon längst selbst wieder verdient hier, weil der
Wertstoff, weil dieser Wertstoff Kupfer, und der wird in Zukunft einfach noch viel wertvoller werden. Und die Kunststoffteile werden dann auch noch granuliert. Und das macht natürlich Sinn, das jetzt nicht mit einem Küchenmesser zu machen, sondern in der Fabrikation natürlich mit einer schlauen Maschine. Und was wir uns jetzt noch anschauen wollen, ist, wie wir das bei dem neuen Vivo-Projekt umgesetzt haben. Und der Vivo-Strahler selbst so bekommen Sie ihn dann ausgeliefert. Und der Vivo-Strahler selbst ist ja ungefähr für eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden konzipiert. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns überlegt, wie könnte der Strahler einfach noch länger halten. Zum Beispiel 100.000 Stunden. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine kleine Schwachstelle, die es oft bei Strahlern gibt, nämlich das Gelenk, durch ein Hightech-Gelenk ersetzt. Und zwar diese Gelenke sind Gelenke, die normalerweise in Laptops drinnen sind. Und die halten zigtausende von Zyklen aus. So oft greift kein Mensch einen Strahler an. Und dieses Gelenk macht es dann möglich, dass dieser Strahl einfach über mehrere Generationen und Lebenszyklen die wichtigste Funktion, nämlich dass er nicht runtergeht nach einiger Zeit, zu gewährleisten. Ich werde jetzt noch mal ganz schnell zeigen, was nach 50.000 Stunden passiert. Und was wir bei dem Vivo-Projekt eigentlich das erste Mal gemacht haben, ist, die unterschiedlichen Phasen der Lebenszyklen oder dieser Kreislaufschließungen durchzudenken. Und das erste ist natürlich Maintenance, Wartung, Pflege, leichter Umbau. Und man sieht, dass man natürlich mit einer einfachen Handbewegung, jetzt in dem Fall beispielsweise einen neuen Reflektor einsetzen kann in den Strahler. Das wäre sozusagen etwas, das kann man auf der Leiter im Shop machen. Und wenn die Lebensdauer dieses Strahlers dann erreicht ist und wir hoffentlich mit Hilfe der Kunden in Zukunft die Strahler nicht nur verkaufen, sondern Modelle anbieten, wo die Strahler einfach geleast werden oder als Servicemodell nicht verkauft, sondern verliehen werden, dann kommt der Strahler entweder zurück in die Firma und wir öffnen dann hinten den Deckel, Schraubenzieher, eine Schraube, noch eine Schraube, LED-Modul raus, neues LED-Modul rein. Dann nehmen wir noch die Vorschaltelektronik raus und suchen uns eine neue aus. In dem Fall schlage ich vor, wir machen ein Upgrade. Auch das wird in Zukunft wichtig. Das heißt, wir haben ein schaltbares Gerät. Ersetzen wir durch ein modulares Gerät, das hier so eine Huckepackplatine drauf hat und in der Lage ist, Bluetooth-Signale zu empfangen. Setzen das ein, stecken das an, machen den Deckel drauf. Jetzt kommt noch die Platine hinein. Festschrauben. Und Sie haben gesehen, statt Schreddern auf den Müll schmeißen, haben wir jetzt einfach zwei Schrauben gelöst. Und in wenigen Minuten den Strahler
seine Lebensdauer auf 100.000 Stunden verlängert. Und eigentlich so als poetisches Ziel und als Vision, als gemeinsame, die wir haben, haben wir jetzt noch einen Film vorbereitet, wie in nicht allzu naher Zukunft den Strahlern statt zu zerschreddert zu werden, in den Fabrik zurückkommen. Wir sehen hier den Strahlerkopf, wie er ankommt. Wird in ein Bearbeitungszentrum gestellt. Die Durchlaufzeit eines Strahlers ist in etwa 2 Minuten. Und wenn die Maschine dann läuft, können fast alle halben Minuten kann ein Strahler, der in die Maschine reinkommt, wieder zerlegt werden. Und wir sehen hier, jeder einzelne Teil geht wieder zurück in seine Trays. Jetzt wird gerade der Strahlerkopf rausgehoben. In dieser Maschine sehen wir jetzt die nächsten Bearbeitungsschritte. Da wird der Arm aus dem Strahler rausgeschraubt. Und der ganze Strahler, und das ist, glaube ich, schon auch interessant, früher hat man Design so als, ja, das ist die Gestaltung der äußeren Form. Aber ich glaube, wir sehen hier ganz deutlich, dass Design einfach in Zukunft auch die Gestaltung dieser Herstellungsformen und dieser Lebenszykluskreise sein wird. Hier wird gerade das Gelenk wieder entfernt, das Laptop-Gelenk. Der Arm wird zurückgelegt in einen Tray und kann dann wieder zur Produktion von neuen Strahlern herangezogen werden. Da wird das Gelenk abgelegt. Die Sammlung aller Arme. Dann wird die Elektronik entfernt und wird hoffentlich in naher Zukunft quasi auch einer Aufarbeitung zugeführt, die diese ganzen Wertstoffe, die in diesen elektronischen Bauteilen drinnen sind. Und das ist der letzte Arbeitsschritt. Das wertvollste Teil vom Strahler, das Gehäuse, wird wieder Ausgangspunkt für einen neuen Strahler. Und das ist auch schon das Ende unserer Kochshow heute. Was wir gezeigt haben, ist, dass wir sozusagen nicht nur mit Ingredienzien etwas kochen, sondern dass wir quasi verkehrt herum kochen werden können in Zukunft. Und ich gebe jetzt dann weiter an den Peter Kovac, der auf Sie schon im Retail Cube wartet. Und Sie sehen jetzt gleich die Lehrlinge der Zumtobel-Gruppe, die dem Peter 4 Strahler vorbeibringen. Wir finden das sehr schön, weil es auch so ein, quasi diese Prozession, die Sie hier sehen, ist auch irgendwie so ein schönes Bild für einen Neuanfang, für etwas, das in Zukunft einfach gänzlich neue Wirtschaft definieren wird. Vielen Dank, Harald Gründl, für deinen spannenden, vor allem sehr informativen Vortrag. Vielen Dank für die Vivo 2 Leuchten. Danke, Samuel, für die Variante, die ich jetzt in der Zumtobel Stromschiene Werkzeugloch einsetzen werde. Wir sind weiterhin in unserem wunderschönen Campus, in dem neuen Lichtforum, in dem Shop-Rite-Bereich. Und wir nehmen die Variante, dass in diese Shop-Ambiente am besten reinpasst. Und das Pferdelicht. Vielen Dank. Harald, du hast dein Thema sehr anschaulich dargestellt, was für uns Zumtobel sehr wichtig ist. Man kann sogar sagen, es ist eine Herzensangelegenheit. Für uns die Nachhaltigkeit ein absolutes Muss auf allen Ebenen. Und der Circular Design Approach hat uns gänzlich überzeugt und beeindruckt.
Und deshalb haben wir unsere neue Vivo 2 Strahlenserie nach diesen Grundprinzipien konzipiert und gedesignt. Unsere Kunden haben auch Vorteile durch den Circular Design Ansatz. Zum einen, sie können ihre Maßnahmen zur Nachhaltigkeit durch diese Ansätze unterstützen und ihren ökologischen Fußabdruck dadurch im Wesentlichen reduzieren. Zum anderen erhalten Sie die individualisierte Vivo 2 Strahler wesentlich schneller durch die gekürzte Produktions- und Lieferzeiten. Und zum Weiteren ist auch ganz wichtig, wie das schon Harald Gründl vorgestellt hat, bestimmte Einzelteile am Produkt austauschbar sind und dadurch ist die komplette Lichtlösung, ohne den ganzen Strahler direkt zu ersetzen, zu aktualisieren und komplett zu updaten ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Vivo 2 haben wir ohnehin für den Handel konzipiert. Das heißt, dass wir genau das richtige Licht für die verschiedenen Zielgruppen und die verschiedenen Lichtanwendungen einsetzen können, zum Beispiel aufgrund unseres limbischen Ansatzes. Auf der anderen Seite können die verschiedenen Zonen in einem Verkaufsraum oder Showroom mit einer einheitlichen Produktfamilie individuell beleuchtet werden und diese Lichtlösung zum späteren Zeitpunkt ohne viel Aufwand zu aktualisieren oder zu updaten. Und genau dafür haben wir die Vivo 2 Plattform ausgelegt. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, diese Leuchten individuell auszuwählen und zusammenzustellen. Und das geschieht auf eine nachhaltige Art und Weise und diese individualisierte Lichtlösungen sogar schneller verfügbar. Diese Flexibilität ist genauso wichtig für den Supermarkets auch. Die Supermarketbetreiber haben auch die Aufgabe, unterschiedliche Ware, ganz unterschiedliche Zonen zu beleuchten. Zum Beispiel, Gemüseabteilung braucht ein ganz anderes Licht als eine Fischtheke. Die Fleischtheken und die Käsetheken liegen sehr oft nahe einander. Die Lichtlösung ist aber ganz anders, was Sie brauchen. Eins ist aber sehr wichtig, dass die echten Farben der Produkte müssen sehr authentisch wiedergegeben werden. Am Ende, was ist dann entscheidend für einen Supermarkt? Neben dem einheitlichen Look and Feel der Gesamtbeleuchtung sind die hohe Qualität der Farbwiedergaben und Lichtverteilungen und die ganz große Vielfalt von Farbtemperaturspektren sind enorm wichtig. Aber das ist nicht das Thema von dem heutigen Events vor allem. Was das perfekte Licht für Handel angeht, haben wir eine spezielle Webinarserie, wozu ich Sie jetzt schon einladen darf. Am 4. Februar findet statt der schnelle Wandel im Fashion Retail und dann am 4. März, warum Sie jetzt Ihre Retail-Beleuchtung ändern müssen. Der zweite Webinar, sehr spannend, zu der Anwendung Retail. Sie erfahren Details über diese Webinare auf der Webseite z.lighting-campus. Damit möchte ich mich auch von Ihnen jetzt verabschieden. Ich danke dir, lieber Harald, noch einmal für deinen spannenden und unterhaltsamen Vortrag. Ich hoffe, dass Sie, wie wir, genauso inspiriert waren. Und ich hoffe, dass diesen Circular Design Ansatz auch bei Ihren Firmen, bei Ihren Projekten Einsatz finden werden. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Teilnahme und bis bald.